Creon Worlds. Defiance. Tim! Die Ankunft der Votaner glich mehr einer Einwanderung als einer Invasion. Friedliche Versuche der Integration scheiterten und der Planet versank für immer. Die Erde wurde transformiert. Der Untergang des Planeten schien unvermeidbar, bis etwas Unvorhergesehenes geschah. Die Schlacht von Defiance. Soldaten, Menschen und Votaner meuterten und schlossen sich zusammen, um unschuldige Leben zu retten. Diese heldenhafte Tat bestärkte alle in dem Glauben, dass ein Überleben inmitten dieser Wirren nur gemeinsam möglich sei. Stratoträger der Republik Erde, New Freedom, Truppeneinsatz an der Westküste. Ladezeit. Hört zu, Leute! Wir haben die Golden Gate passiert. Wir sind in Kürze vor Ort. Ihr habt 10 Minuten, um den Rest der Ausrüstung zu sichern und euch auf die Landung vorzubereiten. Wiederhole! 10 Minuten bis zur Landung, Leute! Die Antwort ist nicht akzeptabel. Muss ich daran erinnern, wer ich bin? Was zum Teufel ist hier los? Das Protokoll ist mir egal. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Also will ich, dass ihr das auch tut. Wegtreten, Gefreiter. Was ist das Problem von Bach? Bring deine Männer auf Kurs, Captain Grant. Ich will meine Ausrüstung haben. Die Jäger und ich brechen auf, sobald wir landen. Die Republik Erde ist kein Lieferservice. Ihre Ausrüstung ist verpackt und es ist keine Zeit, sie zu suchen. Setzen Sie sich bitte. Mit Verlaub, Captain, aber dein Befehl lautet, zu tun, was ich sage. Meine Befehle kommen von ganz oben. Leute in Uniform aus Manhattan, wie ich. Und sie lauten, sie bei der Suche nach der angeblichen Architekt zu schützen. Angeblich? Das trifft es nicht ganz, Captain. Siehst du das? Mit diesem Archenkern und dem Rest der Technologie aus der Bay Area werde ich diese Welt erneuern. Und ihr Held werden, natürlich. Das hier ist Sperrgebiet. Setzen Sie sich wieder. Wenn der Ausrüstung was passiert, bezahlen das deine Vorgesetzten. So ein Arschloch. Bewegung, Leute! Die Zeit läuft! Was ist das hier? Ein Schlafsaal? Alle auf ihre Plätze! Ihr zwei da! Los! Kein Problem, Cap. Du auch! Sag mal, meint er mich? Ja, er meint mich. Und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Defiance, einem weiteren Let's Play, einem neuen Let's Play. Und ja, ich habe wahrscheinlich das, was ich eben vor dem Intro gelabert habe, rausgeschnitten. Von daher, wir erstellen uns jetzt einen Charakter. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich erstelle mir einen neuen Charakter, spiele aber dann ab einem bestimmten Punkt mit meinem alten Charakter weiter, mit dem ich schon ein bisschen weiter im Spiel bin. Ich habe mir nämlich das Spiel in der Demo angeguckt und mir dann die Vollversion gekauft. Da gab es ein recht günstiges Angebot bei Steam um Weihnachten. Und wir können uns hier... Ach. Okay, die Rasse scheint also nicht freigeschaltet zu sein. Sprich, ja. Da müsste ich, glaube ich, ein DLC erwerben. Aber wir können uns hier so ein paar andere Charaktere aussuchen. Aber sagen wir es mal so, ich bleibe bei dem weiblichen Mensch. Ja, ich mag weibliche Menschen. Und mal sehen, Herkunft, Maschinist. Ich erkläre das jetzt mal kurz. Also Herkunft bedeutet eigentlich nichts weiteres. Normalerweise ist das ja so, es gibt in Rollenspielen, also das Ganze hier ist ein MMO. Es gibt in Rollenspielen normalerweise verschiedene Klassen. Das gibt es bei dem Spiel hier nicht. Also sprich, wenn jetzt hier bei Veteran steht, dass die Kämpfer aus den Fallkriegen bla 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 und so weiter, irgendwelchen Text. Es geht einzig und allein um das, was sie hier in der Hand hält.
Es geht um ihre Startwaffe. Das heißt, als Veteran bekommt man diese Waffe da standardmäßig. Überlebenskämpfer bekommt eben halt eine schöne Sniperwaffe. Gesetzloser bekommt, eine Schrotflinte soll das sein. Und der Maschinist bekommt ein schönes Maschinengewehr. Und aus dem Grund nehme ich auch den Maschinisten. Und jetzt können wir uns hier noch einen sogenannten Archetypen aussuchen. Das heißt Also ich nehme jetzt einfach mal die allererste und setze fort. Und jetzt geht das hier weiter mit der Charakteranpassung. Und zwar können wir uns jetzt hier, Gesicht, Augen, Haare, Details. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Gesicht. Hier können wir uns verschiedene Knochenstrukturen aussuchen. Ja, ich gucke gerade so nebenbei, die Aufnahme läuft wunderbar. Hier, da gibt es nicht wirklich viele verschiedene, also ich weiß ja nicht. Also das erste gefiel mir eigentlich noch. Können wir sie auch drehen? Ja, wir können sie drehen. Mal sehen. Das erste gefiel mir am besten. Mal gucken, was die Nase so. Okay, mit Stecker. Mal sehen. Lalalala. Oh, die Nase ist ganz niedlich. Aber die hier hat noch einen Stecker zusätzlich. Oh. Nee, ich nehme die Nase. Die gefällt mir am besten. So. Jetzt kommen wir zum Mund. Mal sehen, was haben wir denn hier so für Münder zur Auswahl? Nee, das sieht so aus. So. Ich bin ganz prüde und nein. Hallo. Nee, das sieht auch schon wieder so. Nein, ich hab's nicht nötig. Oh ja, Schleck mal hier. Und außer, welchen hatte ich jetzt? Ich hatte den hier, oder? Den hier? Ja, das ist ein leichter Schmollmund, so. Mal sehen, Hautfarbe können wir uns noch einstellen von ganz blass bis ganz dunkel. Obwohl, das sieht irgendwie nicht so. Also so ein bisschen. Mal sehen. Also so nerdmäßig wollte ich die jetzt nicht haben. Wobei ich laufe ja nur die ersten Missionen mit ihr rum. Also ich spiele bis zu dem Punkt mit dem Charakter hier, wo man kostenlos spielen kann. Denn seit Weihnachten gibt es von dem Spiel hier eine sogenannte Trial-Version. Kann man sich auf Steam runterladen. Und man kann insgesamt bis Level 500 spielen. Also, der Teint ist mir so ein bisschen zu gelblich irgendwie. Ah, das ist so ein braungebranntes, dunkles, ja, das geht. Mal sehen, Stimme. Hey. Okay. Hey, Kumpel. Soldat. Wie steht's mit der Gewalt? Wie läuft's? Hallo, mein Freund. Wie läuft's? Du bist ziemlich gut. Nehmen wir die Stimme. So, ich war gerade dabei, die Demo gibt es seit ungefähr Weihnachten und früher war das so, man konnte, ich glaube, 14 Stunden, 70 Stunden, irgendwie gab es so eine Begrenzung, die ist jetzt weg. Man kann das Spiel also so lange spielen, wie man will, jedoch gibt es die Begrenzung auf maximal Level 500. Und die Karte ist begrenzt, aber zum Thema begrenzte Karte komme ich gleich noch. So, erstmal suchen wir uns hier mal ein paar passende Augen aus. Mal sehen, was haben wir denn hier? Oh, nee. Obwohl, das Piercing ist nicht schlecht, aber die Augenform. Ja, ich bleib bei der. Mal die Augenfarbe. Glänzend. Können wir hier ranzoomen? Nein, können wir nicht. Mal sehen. Schwarze Augen. Ich nehme das hier. Augenbrauen. Kann man ja mit den Haaren jetzt aber super sehen, die Augenbrauen. Also ich muss jetzt erstmal kurz ihre Frisur mal ein bisschen abändern. Mal sehen, wo haben wir denn. Da kann man ganz gut die Augenbrauen sehen. So, wollen wir sehen, welche Augenbrauen. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Das ist ganz cool. Da sieht sie ja immer so aus, so. Ich wundere mich, wo ist mein Ehemann? Okay, gut, das geht eigentlich. Weiter geht's mit den Haaren. Mal sehen, Frisur. So ein Zopf? Das ist mir zu brav. Oh nee, das ist ja richtig schulmädchenmäßig. Oh, nein. Oh, geil. Ja, okay, so ein bisschen der wuschelige Style.
Na, dann könnte man auch das hier nehmen. Ja, hier so. Haarfarbe, mal sehen. Was gibt's denn da so? Hm, irgendwie nur so Default-Sachen. Ich finde, dunkle Haare passen zu ihr am besten. Tätowierung können wir jetzt noch einstellen. Die man leider nicht sehen kann. Oh, hier, oder so ein Blitz, oder hier. Nee, ich bin nicht so ein Freund von Tätowierung. Fehlstellen. Oh, hier, auf dem einen Auge blind. Oder eine Narbe am anderen Auge, aber nicht blind. Oder hier so ein paar Kratzer im Gesicht. Da so eine fette Narbe an der Wange. Oh, eine schöne Brandwunde am anderen Gesicht. Ein paar Sommersprossen. Vor allen Dingen Fehlstellen. Und das sollen das Sommersprossen sein? Echt jetzt? Also ich bin auch nicht so Fan von Fehlstellen. Gesichtsbemalung hätten wir hier. Zum Beispiel hier so hübsch. So, oh, hier ist das Rouge verlaufen. Okay, Militär, sie kriecht im Schlamm rum. Ja, ist klar, das definitiv nicht. Müsste der Pfeil nicht eher nach unten zeigen? So hier, so auf den Mund. Oh ja, klar. Nee. Oh, was ist das denn? Da hätte ich ja auch die dunkle Hautfarbe nehmen können. Dann ist das hier quasi nur so ein bisschen geschminkt. Ich halte es mit der Gesichtsbemalung mal... Ja, Make-up. Mal sehen, Make-up. Okay. Oh, hier. Miau, Kätzchen. Nein. Nö, das ist doch okay. So, wir können einen Namen angeben. TBM zockt? Nee, das geht nicht. Mein Hauptcharakter heißt übrigens Chantal. Also Chantalle. Und nennen wir die doch einfach mal... Ich bin immer so schlecht, was Namen angeht. Jetzt bräuchte ich eigentlich wieder den Minecraft-Teil, den ich mal gemacht habe, wo ich verschiedene Namen definiert habe. Wie könnten wir die Olle mal nennen? Nennen wir sie mal Bianca. Yep. Oh nein, der Name wird schon verwendet. Dann machen wir Bianca in Englisch. Ja, ich bin... Der Name wird auch schon verwendet. Nee. So, nennen wir sie Kelenta. Na, komm schon. Ja, der Name ist noch frei. Jetzt, Archenjäger. Moment, Captain. Der da trägt nicht deine geliebte Uniform. Sie empfangen keine Befehle von dir. Tut mir leid, mein Freund. Landung in 10. Anschnallen. Ich habe dir dein Ego-Implantat noch nicht erklärt. Also, wir müssen... Wow. Was zum Teufel? Captain, man braucht dich auf der Brücke. Ich setze mich wohl lieber. Wenn wir landen, geh nicht weg. Ohne ein komplettes Briefing kann die Ego-Aktivierung etwas rückwärts verlaufen. Ganz ruhig. Das sind nur Turbulenzen. Vollkommen normal. Von weg. Wir gehen alle drauf. Sie ist eigentlich ganz nett, wenn man sie besser kennt. Alarm. Luftintegrität beschädigt. Evakuierung. Besser. Wir stürzen ab. Luftintegrität beschädigt. Oh. Evakuierung. Oh. Na. Oh, das war knapp.